Bodybuilding, Boom, junge Menschen und die Jagd nach dem perfekten Körper. Let's go. Als ich noch gar keine Ahnung vom Bodybuilding habe, war alles so in Größe gemessen. So, ich bin groß und das ist cool. Und jetzt ist alles in Muskeln gemessen. Wer hat den dickeren Bizeps? Wie ist die Brust? Wie ist die Schulter? Kein Bodybuilder ist zufrieden mit seinem Körper. Niemals. Das stimmt. Man kann nicht schlafen, weil der Körper schreit. Kai! Unglaublich, Alter. Du hast es geschafft ins Fernsehen. Bei der ARD. Ich brauche Essen. Und dann stehe ich vorm Spiegel. Und das ganz ohne Brust. Wie geht das denn? Und denk mir, was bist du für ein Loser, dass du das noch nicht erreicht hast? Wer hat den dicksten Arm? Das Duell der 15-Jährigen. Was geht ab? Ganz viele bekannte Gesichter hier in der Doku. Geil. Was geht ab, Freunde? Was geht eigentlich ab in der Bodybuilding-Welt? Ich bin ziemlich fitnessaffin, aber nicht wirklich im Bodybuilding-Game. Moin Philipp, grüß dich. Trotzdem wird meine Timeline immer voller mit sehr, sehr schweren Jungs. Und mittlerweile weiß ich, es gibt einen Hype. Vor allem unter sehr jungen Menschen. Und ich frage mich, was macht dieser Trend mit ihnen? Also, was ist so faszinierend an Bodybuilding und ab wann wird es vielleicht auch gefährlich? Noel Hamdi ist 17 und riesiger Bodybuilding-Fan. Er trainiert, seit er 15 ist, und seit Anfang des Jahres nimmt er das Ganze richtig ernst. Was hat er denn 2 Jahre lang gemacht? Strikte Ernährung, 5 bis 6 Mal die Woche pumpen. Vor kurzem hat er sogar mit Fußball aufgehört, um sich voll auf Bodybuilding zu konzentrieren. Ich denke nur noch an Bodybuilding gefühlt. Ich rede in der Schule nur über Bodybuilding. Mein Alltag ist ganz anders strukturiert. Es dreht sich alles ums Essen und ums Trainieren. Fleißiger Bursche, ne? Im Vergleich zum Fußball zum Beispiel ist es jetzt so, da arbeitest du größtenteils fürs Team. Aber mir macht halt eben Spaß so, ich tue was für mich, nur für mich. Ich kann selber sagen, in welchem Ausmaß mache ich das. Ich kann alles selber regulieren, wann gehe ich zum Sport. Also das ist so ein komplett anderer Spaß mit einem komplett anderen Ziel und komplett andere Auswirkungen am Ende auf mich. Ich habe ihn an der Atmung erkannt. Es ist Markus Rühl. Roman, danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Ich bin bei der Ivo am Start, ja. Digga, du hast 70 Sprachfehler, Rechtschreibfehler in diesem Text. Jawohl, Markus. Leistungssport ist immer so ein Tanz am Abgrund. Wie weit kann ich denn kommen? Wie weit lässt mein Körper denn Dinge zu? Wie weit kann ich meinen Körper stretchen? Markus, gibt noch richtig Knallgas hier im hohen Alter, ne? Bis jemand sagt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt müsste ein Röpser kommen oder ein Furz. Das wäre dann der echte Markus von damals noch. Markus, was macht daran Spaß? Gar nichts. Nein, das muss. In dem Gym hatte ich damals auch das PT mit Markus. So, das musst du wollen. Eigentlich bekloppt. Also ich bin ganz ehrlich, wenn mir es manchmal so durch den Kopf geht, was ich seit 30 Jahren mache, hinterfrage ich mich selbst, ob ich noch ganz dicht bin, ne? Und wie man das 17 Jahre lang als Profi noch aushalten konnte. Markus Rühl. Heute Social Media Star, früher Weltklasse Bodybuilder. 8-mal bei Mr. Olympia. Ich weiß, Freunde, wir machen das hier einfach nur so, just for fun. Wir gucken uns das Video einfach mal an. Noah, KRY, danke dir fürs Prime-Abo. Das Video kann man leider nicht dann auf dem Abo-William-Channel, denke ich, mal hochladen. Leider. Oder man kann es hochladen, aber dann halt nicht monetarisieren. Aber ist auch scheißegal. Hauptsache, wir gucken natürlich zusammen, weil mich hat das auch interessiert, das Video hier. Ja, 4-mal in den Top 10. Spitzname: German Beast. Wie um meinen Alltag. Morgens aufstehen, dann bin ich Rad gefahren auf nüchternen Magen eine Stunde. Aber sehr schöne Videoqualität hier, ne? Man sieht jede Pore bei Markus im Gesicht. Dann habe ich gegessen, dann um 11 Uhr war das erste Training, dann bin ich heim, dann habe ich gegessen, dann habe ich 2 Stunden Mittagsschlaf gehalten, dann habe ich wieder gegessen, dann bin ich wieder ins Studio, habe trainiert um 17 bis um 19 Uhr, um 19.30 Uhr war ich zu Hause, dann habe ich gegessen, dann habe ich nochmal gegessen um 22.30 Uhr und gegen so 23.30 Uhr bin ich ins Bett. Also das war 7 Tage die Woche. Mein Tagesablauf. Und der Tag hat sich eigentlich nur unterschieden, weil es gesagt hat, okay, Montag Brust, Dienstag Rücken. Dario 2205, Abonnent mit Prime, Dankeschön. Ne? Und so musste ich die Wochentage einordnen, weil ansonsten gab es keine Differenzierung.
Markus Rühl ist eine absolute Kultfigur in der Bodybuilding-Szene. Toxic Monster ebenfalls, dankeschön, Mann. Denn er mit richtig viel Reichweite. 1,5 Millionen Follower und einer davon ist Noel. Ich war nie wirklich auf Social Media aktiv, aber mittlerweile bin ich das auch vor allem deswegen, weil du so viel Input eben aus zu diesem Thema kriegst. Du siehst natürlich diese, ich sag mal, Monster teilweise, ne? Und die nehmen einen riesen Einfluss auf Motivation und Ziele von mir, weil du siehst die und du denkst dir, boah, so möchte ich werden. Das ist sehr spannend. Da ist er, der Dämon, Kai Gedanius. Mit diesen drei Tipps wirst du zum perfekten Gym-Buddy. Da sehen wir Kai tatsächlich ganz privat bei der Arbeit. Wahnsinn, voll interessant. Wenn du Punkt Nummer 3 meisterst, gehörst du zur Fitness-Elite. Sehr gut! Yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ab ins Gym, Leute! Ich liebe es einfach, auf der Bühne zu stehen, eine krasse Form zu haben und zu sehen, das ist so der ursprüngliche Reiz, um zu sehen, ich bin besser geworden und ich kann mehr Gewicht bewegen, ich baue mehr Muskulatur auf, es passiert was und ich fühle mich auch besser. Kai Gedan, einer der erfolgreichsten deutschen Bodybuilding-Influencer und aktiver Profi-Bodybuilder. Kai ist Natural-Profi-Bodybuilder, das muss man auch hier einmal in dieser Dokumentation differenzieren, ganz klar, Mensch. Macht euch doch mal vorher schlau. 25 angefangen hat. Sonst denkt sich Karl-Heinz, der gar nichts mit Bodybuilding zu tun hat, der diese Doku dann sieht, hä, gerade haben die so einen großen, breiten Mann gezeigt, den Markus Rühl. Der war ja früher Profi. Und jetzt zeigen die den Neuprofi Kai Gedan. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, da hätten die schon mal ein bisschen weiter ausholen können. Oder es kommt tatsächlich gleich noch. Mal gucken, ich hoffe doch. Weil so ein Otto-Normalverbraucher, der wird dann noch völlig hinters Licht geführt hier. Medic, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Der mit 18. Ich war immer ein relativ dünner Typ, wurde viel gemobbt, viel fertig gemacht, relativ unsicher und war schon immer unzufrieden mit meinem Körper und habe dann irgendwann mal angefangen, okay, ich gehe jetzt einfach mal ins Fitnessstudio und war eigentlich von Tag 1 schon extrem süchtig nach der ganzen Sache und das hat sich dann eigentlich immer weiter aufgeschaukelt, bis ich dann eigentlich nach 3 Jahren so 35 Kilo mehr auf den Rippen hatte, mehr oder weniger. Von 82 Kilo hoch auf 117, so eine Transformation wünschen sich viele Bodybuilding-Fans und Tipps holen sie sich bei Kai. Moderator Sira abonniert hier für die Community. Dankeschön und danke dir, mein lieber Onkel, für das nette Kompliment. Der hat über 600.000 Follower auf Instagram, TikTok und YouTube. Welche dieser Eigenschaften? Oder was muss dein perfekter Gym-Buddy können? Ah ja, besser. Übrigens, auch Kais Freundin Leonie betreibt Bodybuilding. Mahlzeit. Und ist Influencerin. Zwar ist Bodybuilding immer noch sehr männerlastig, aber es interessieren sich auch immer mehr Frauen dafür. Ich würde sagen, durch Social Media ist Bodybuilding auf jeden Fall viel, viel besser und auch viel populärer geworden. Und man merkt auf jeden Fall, Riesi, danke fürs Prime-Abo, wie so der Hype oder das Interesse von Fitness ganz unten ansetzt und schon so bei den 13-, 12-, 14-Jährigen teilweise sind echt ein krass. Bro, ich spiele mit Sicherheit kein Fortnite. Ich spiele viele Spiele, aber Fortnite, da bin ich auf jeden Fall raus. Bergo08, danke fürs Abo. Das Thema ist. Kannst du so beschreiben, was für dich die schönsten oder ästhetischsten Körperregionen sind? So ein bisschen Richtung, das ist ja auch im Internet, nennen die das immer so, Richtung griechischer Gottkörper. Griechischer Gottkörper, das ist korrekt, ja. Definiert, Sixpack, viele Muskeln. Volle Brust, so runde kugelrunde Schulter und eine relativ schmale Taille. Dicke, ausladende Beine und natürlich einen Rücken in V-Formation. Und dadurch erzielt man quasi so einen genannten X-Frame. Also schon so. Wer ist dieser Athlet, den die da präsentieren? So einen sehr, sehr definierten. Ethan, danke dir fürs Abo, Junge. Einen athletischen, aber auch irgendwo in die Masse gehenden Körper. Milo, kannst du deinen Sohn verstehen, dass er diesen Körper haben will? Das ist Milo, Noels Vater und Trainingspartner. Zum Teil ja, aber das ist eigentlich viel zu früh, dass er das haben will, ja. Ne? Er hat aber vor kurzem angefangen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass seine Einstellung so, ich würde schon sagen, extrem ist. Ich dachte, er geht da hin und das reicht für die Schule, für so ein Level, so ein bisschen, wenn ihr von dem... Bergo knallt nochmal 5 Abos an die Community raus. Ich danke dir, mein Bester. Wie heißt Urs Kaleczynski redet? Da sind wir ja ganz, 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 ganz auf dem Olymp. Ja, und der vergleicht sich ja gerade da.
Ja, da müsste der Sohnemann die Handbremse lösen, aber nee, das lassen wir mal lieber, ne? Urs Kaleczynski, 25 Jahre, einer der größten Bodybuilding-Stars überhaupt. Knapp 2 Millionen Follower, von einem Jahr war es noch nicht mal die Hälfte. Mittlerweile ist es schon extrem geworden, seit diesem Jahr, muss ich ehrlich gestehen, aber ist da manchmal ganz lustig, so kommt ein 13-Jähriger zu mir und sagt, ey. Urs Stimme hört sich gerade ganz komisch an, ne? Ey Urs, du bist doch der TikToker. Und ich so, ey, eigentlich so bin ich der Bodybuilder. Ich hatte richtig Zittern am Körper. Es war einfach so, ihn das erste Mal zu sehen, es war einfach unglaublich so, weil man kennt ihn eigentlich nur von Insta oder von... Ey, das hatte ich auch am Samstag. Da kam so ein Junge zu mir, so ein Jüngerer, der hat nach einem Bild gefragt bei dem ESN-Day. Der war so. Meinte, ey, sorry, Dick, ich bin gerade voll nervös, ich bin gerade voll anzusehen. Ich hab den so umarmt, so ich so, ey, beruhig dich mal. Ich bin auch nur ein ganz normaler Typ, Alter, der hier auf dem Stuhl sitzt und scheiße, aber du brauchst nicht nervös zu sein, komm. High Five, Digga, das Bild machen, haben wir kurz nur gequatscht. Das ist krass, ja. Viele sind da wirklich richtig nervös, wenn die so Vorbild oder Idol oder wem auch immer treffen. Das ist heftig. TikTok. Danke, Onkel Kowalski. Jetzt hör doch mal auf, Mensch, hier. So ein jetzt mal wirklich zu sehen, das war einfach so heftig. Auf der FIBO fand ich krass, diesen digitalen Hype mal in echt zu erleben und auch zu sehen, wie jung wirklich viele von diesen Bodybuilding-Fans einfach sind. Ich habe auch mit einigen gesprochen und es ist nicht so, als würden alle unbedingt aussehen wollen wie Urs Kaleczynski oder Markus Rühl, aber dieser Bodybuilding-Lifestyle, der interessiert sie trotzdem. Und an diesem Interesse hängt natürlich richtig viel Geld. 5 Milliarden Euro hat die Fitnessszene vergangenes Jahr umgesetzt. Supplements, High-Protein-Produkte, Merch, Coachings und so weiter. Damit können Bodybuilder deutlich mehr verdienen als durch Wettkämpfe. Und in den letzten 2-3 Jahren... Ja, Urs sieht in real life, wenn nicht noch sogar heftiger aus als auf Bildern. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise... auf ein leckeres Designer-Whey-Protein und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Gab es nochmal einen richtigen Boost? Auch darüber habe ich mit einigen Leuten gesprochen und es ist eigentlich immer das gleiche Schlagwort gefallen. Corona. 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 Dr. Philipp Sinner ist Kommunikationswissenschaftler. Er forscht vor allem zu Sport in den Medien und darüber, welche Rolle Medien für die Sozialisierung junger Menschen spielen. In der Probezeit haben junge Menschen eine Stunde am Tag mehr Online-Medien verwendet als davor und danach. Das ist eine riesengroße Hausnummer. Und diese Zeit musste natürlich auch mit Inhalten gefüllt werden. Und dann kann man schauen, welche Sportarten kann ich betreiben ohne große Infrastruktur. Bei Bodybuilding stehe ich im Mittelpunkt, ich kann mich selber filmen, ich kann meinen Alltag zeigen, ich kann meine Ernährung zeigen, Training zeigen, ich kann Wettkämpfe zeigen und das macht das Ganze natürlich. Beowulf 105 knallt hier 5 Abos raus an die Jungs und Mädels. Dankeschön, mein Lieber. Wahnsinnig zugänglich für eine Präsentation in sozialen Medien. Heute ist die Social-Media-Welt so groß geworden, die Welt ist so riesig, die Chancen sind so, so vielfältig, dass du natürlich jederzeit selbst in der Hand hast, wie viel Geld willst du denn verdienen? Widmest du dich mehr Social Media? Ich meine, ich habe jetzt meine eigene Marke für Nahrungsergänzungsmittel, aber... Könnt ihr euch noch erinnern, als Markus Rühl angefangen hat, in die Kamera zu sprechen, damals so, ich weiß gar nicht, wann das war, es ist auch schon viele, viele Jahre her, wo der sich über die ganzen Influencer und einfach über Sportler, die den Sport zeigen, präsentieren, lustig gemacht hat und jetzt ist er einer der größten selbst davon. Voll krass. Heftig, ne? Bekanntheitsgrad. Der hat's gecheckt, dass es funktioniert. Es ist unfassbar. Also, macht mir teilweise Angst, ich bin ganz ehrlich. Es macht mir teilweise Angst, wie bekannt ich bin. Also, man kann davon schon... Markus ist jetzt bekannter als zu seiner aktiven Zeit. Heftig, ne? Ich denke schon, gehe doch einfach auf die Seite. Safe kannst du noch Tickets für die FIBO 24 kaufen, 100%. Schon sehr, sehr gut leben. Man hat damit quasi keine großen Einschränkungen. In der Hinsicht, dass eigentlich nur die Zeit fehlt, ja. What is the ideal body type? So I got like a photo, okay, 15%. Yeah, agreed. 15%.
Was ist deiner Meinung nach der schlimmste Körpertyp? Hier der 2-6-7%. 6-7%. Chris Baumann. 10-12%, ja. 6-7% auf jeden Fall. Ich finde 10-12 am besten. 6-7%, aber auch 10-12. Was für mich der schönste ist, oder? So haben wir übrigens Noel kennengelernt. Der sagt bestimmt das erste Bild. Ich würde 6-7% sagen. Und wie nah bist du da jetzt gerade dran? Absolut weit weg. Ich bin 17 Jahre alt, habe vor ein paar Monaten erst angefangen. Hä? Die haben nur gerade gesagt, der trainiert seit 2 Jahren. Also davon bin ich weit entfernt noch. Macht das was mit deinem Selbstbewusstsein? Ja, absolut. Aber was ich cool finde, dass der mit seinem Vater zusammen ins Gym geht und der Vater dem alles zeigt. Das feiere ich. Absolut. Du fühlst dich jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst, so vorm Duschen gehen, fühlst du dich so, als wenn du noch nichts erreicht hast. Ja, das kommt, Junge. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, Noel. Beruhig dich mal. EVNZ Boys, danke fürs Abo. Ich erfahre hier ganz neue Dinge, die ich gar nicht kannte, gerade in Bezug auf Fitness, ne? Oder Einstellungen im Fitnessstudio. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich einfach ins Auto steige nach dem Training und sage, boah, heute habe ich mich aber so richtig wie ein Loser gefühlt im Studio, als wenn mich jeder beobachtet und denkt, boah, der sieht aber scheiße aus. So, da redest du nicht drüber, direkt mit jedem, ja. Aber so fühlst du dich fast jedes Training. Das ist aber falsch. Das ist falsch. Eben, das ist falsch. Und das probierst du doch auch zu unterbinden. Also man gibt sich Mühe, dass das eben nicht so ist. Aber das ist so ein Nachteil, weshalb ich Sommer nicht mag. Weil dann musst du im T-Shirt und kurze Hose trainieren, weil dir sonst sowas von heiß ist. Aber du fühlst dich dann halt viel schlechter und unselbstbewusster. Und das wirkt sich eben auch auf deine Trainingsleistung aus. Ja, da sieht man halt wirklich, wie sehr man sich beeinflussen lassen kann, gerade als junger Mensch. Wenn ich an meine Jetzt kommen wir, glaube ich, zu den negativen Punkten, ne? Zu der Kehrseite der Medaille. Wenn ich Jugend zurückdenke, war Fitness und Fitnessstudien noch nicht ansatzweise so weit verbreitet, wie das heute der Fall ist. Und jetzt bin ich einfach viel, viel stärkeren Vergleichen ausgesetzt, sowohl offline als auch natürlich in sozialen Medien. Und das verstärkt oder kann dieses Gefühl verstärken, nicht fit genug zu sein oder nicht trainiert genug zu sein oder nicht oft genug in der Woche ins Studio gegangen zu sein. Nicht fit genug, nicht muskulös genug, ey, so fühle ich mich selbst manchmal auch. Ja, fühle mich auch jeden Tag seit 15 Jahren. Und ich glaube, seitdem ich angefangen habe. Vorher habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Das gehört ein Stück weit im Fitnessgame auch einfach dazu. Aber bei manchen Leuten geht dieses Gefühl sogar ins Krankhafte. Und damit sind wir bei einem Thema. Jetzt kommt bestimmt Kai Gedan wieder. Das in der Bodybuilding-Szene ziemlich präsent ist, nämlich Body Dysmorphia. High Body Dysmorphia. Du fühlst dich einfach nur dünn und dick. Ich hab den objektiven Blick komplett verloren. Tja, ist ja bei mir tatsächlich auch oft, also jetzt tatsächlich ein bisschen weniger. Nach dem Video damals mit Johannes, wo ich mich das erste Mal so ausgezogen habe in dem Vlog, was mir unfassbar unangenehm war, wo wir da den Formcheck gemacht haben mit Johannes. Jetzt ist das tatsächlich weniger der Fall. Ja? Aber früher war das bei mir ganz, ganz extrem. Wenn ich so denke, viele würden alles dafür tun und sich so einen Körper, wie ich den habe oder hatte, wünschen, war ich einfach unzufrieden und habe gesagt, Digga, nein, weil ich gerade so ein bisschen Speck am Bauch habe, ich gehe auf keinen Fall ins Freibad heute, ich gehe nicht ins Schwimmbad, ich will mich am Strand nicht zeigen, ich will mich nicht ausziehen. So bescheuert, überleg mal. Body Dysmorphia ist, damit ist nicht zu spaßen, das geht ganz, ganz flott. Body Dysmorphia ist ein Überbegriff für verschiedene Formen von verzerrter Körperwahrnehmung. Und bei Bodybuildern geht es in der Regel um die sogenannte Muskeldysmorphie. Da halten sich die Betroffenen für viel weniger muskulös, als sie eigentlich schon sind. Und es gibt Zahlen, die zeigen, dass sowohl hoher Social-Media-Konsum als auch regelmäßiges Krafttraining einen ziemlichen Einfluss auf das Körperbild haben. Und das gilt natürlich noch mal mehr für Menschen, die gerade noch mitten in der Findungsphase sind. Ich weiß ja, wie diese ganzen Personen, die in der Szene eben relevant sind, aussehen. Und dann stehe ich vorm Spiegel und denke mir, was machst du eigentlich im Fitnessstudio so? So würde ich mich fast schon gar nicht mehr oberkörperfrei raustrauen, weil ich ein ganz anderes Ideal vermittelt bekomme mittlerweile, als ich damals vermittelt bekommen habe. Im Bodybuilding ist alles eine Illusion. Da macht das Posing extrem viel aus und natürlich das Licht. Aber ich glaube, die meisten denken dann auch wirklich, dass man die ganze Zeit so krass aussieht. Ja? Also jeder, der logisch denken kann, wird wissen, okay, ich stelle die maximal krassesten Bilder ins Danke dir. Ich weiß, das sagen mir viele.
natural oftmals unerreicht. Internet, um halt eben damit erstens auch die maximale Reichweite zu bekommen und um auch einem selber ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Wenn man wirklich sehr, sehr krasses Bild veröffentlicht, bekommt man natürlich auch den ganzen positiven Feedback und das bestätigt natürlich dann auch einen wieder. Das Problem ist einfach, dass man sich durch diese Social-Media-Geschichte oftmals Vorbilder nimmt und dem Vorbild hinterher eifert, obwohl man das überhaupt niemals erreichen kann. Und dann wird man oftmals enttäuscht, fällt in irgendein Motivationsloch oder hat irgendwann gar keinen Bock mehr auf den Sport. Weil es gibt tatsächlich im Netz ganz, ganz viele falsche Vorbilder. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online, dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.